Ach du Scheiße. Oh shit. Oh shit. You're Brian Goodwin. Oh no. God. Alter. Kid. Das ist Brian Goodwin. Was hat der vorgehabt, der Junge? Mit dem dünnen Seil oder mit dem kleinen Seil, wollte er hier runter? Wo wollte er hin? Alter. Der liegt doch schon ein bisschen länger hier, oder? Toll, der ist nie nach Hause gekommen. Verlasse die Höhle und melde die Leiche. Vielleicht sollten wir die Leiche nicht sofort melden. Solange wir so komisch abgehört werden, weil... Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber... Wenn der jetzt hier noch liegt oder noch 2 Tage länger, das macht erstmal keinen Unterschied. Weil wenn wir ihn jetzt nicht gefunden hätten, würde er jetzt auch noch hier liegen. Und alles, was wir jetzt sagen und mitgeschrieben wird, könnte irgendwie ein Nachteil für uns sein. Und dann hinterher kommt noch raus, dass wir ihn umgebracht haben oder sowas. Keine Ahnung. Was weiß ich. Wir sollten am besten jetzt so wenig sagen oder so, wie es geht. Oh, hier geht's noch weiter. Müssen wir hier noch weiter durch? Wo sind wir hier überhaupt? Supply Drop, da waren wir ja schon gewesen. Wir sind fast wieder bei uns unterm Turm. Naja gut, fast ist gut, aber wir sind zumindest auf dem Weg dahin. Ich wollte den jetzt nicht fotografieren. Nee, das tue ich ihm nicht an. Obwohl wir vielleicht dann hätten Beweise, aber... Soll ich den fotografieren? Also jetzt nicht, um zu sagen, oh, guck mal, ich habe eine Leiche gefunden, sondern so, um zu sagen, ja, da liegt wirklich jemand, geht da mal runter und holt ihn da raus und beerdigt ihn. Ach komm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht der Bildzeitung melden und sagen, guck mal her, ich hab hier was für euch. Wir machen ein Bild so, damit man nicht sagen kann. Ich wollte jetzt nur unbedingt die Leiche fotografieren. Ich wollte schon die Leiche fotografieren, damit man halt einen Beweis hat. Und dann kann man denen vielleicht besser sagen, ja, okay, das ist wirklich Brian Goodwin. Und nicht nur sein Zwillingsbruder oder so. Oder keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall eine Leiche gefunden. Die muss auf jeden Fall hier raus und beerdigt werden. Okay, wir machen ein Foto. So. Okay. Die Bilder werden uns dann bestimmt noch zum Verhängnis. Also von daher. Können wir die Bilder jetzt auch noch machen. Okay, was finden wir hier denn jetzt noch? Finden wir jetzt vielleicht auch noch den Net? Oder wen finden wir jetzt? Oder geht es jetzt gerade irgendwie hoch? Da sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Das sieht auch so ein bisschen vertrauenswürdig. Boah, da waren wir aber schnell oben. Da ist er schon. Ach, hör auf. Okay, da waren wir wirklich schnell oben. Das Ding ist nur im Kreis gegangen. Gedacht, da liegt noch einer, aber... Okay, sieht alles gut aus. Ich bin mal gespannt, ob wir hier einfach wieder rauskommen. Ist das der Eingang, wo wir reingekommen sind? Ich weiß es nicht. Ich habe mir den Eingang jetzt nicht so gemerkt. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. So, was von Kapp ist passiert jetzt noch? Außer, dass wir ihn jetzt gefunden haben. Jetzt macht uns einer wieder die Tür vor der Nase zu. Uns haut einer K.O. und schubst auch einer darunter.
Weiß ich nicht. Mal gucken, was noch kommt. Wie gesagt, ich will den jetzt am liebsten nicht melden. Können wir dann irgendwie später dann sagen oder so? Weil, wie gesagt, ob wir es jetzt melden und wir dafür dann irgendwie... keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß schon lange nicht mehr, was richtig und falsch ist. Ach, hör auf, wir sind hier. Wir sind sogar höher als, da, wo wir reingesprungen sind. Ich glaube, dafür müssen wir noch eben hochklettern. Okay. Wir sollen die Höhle verlassen und die Leiche melden. Ich möchte mal sagen, machen wir doch direkt mal. Aber nichts lieber als das, die Höhle verlassen. Ich habe immer Angst, immer noch, wenn er über den, über so eine Klippe drüber guckt. Okay. Ich glaube, wohl nichts anderes übrig. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Was? Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Packe deine Sachen ein. Okay, draußen ist aber ganz schön neblig geworden. Okay, irgendwelche Löschflugzeuge schätze ich mal auf den Gitter, aber man sieht ja fast gar nichts mehr. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. What, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Darüber, was Brian zugestoßen ist, darüber, wer uns überwacht hat, darüber, wie alles zusammenhängt. About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. I wouldn't even know where to begin. Well, fine. Fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. I was hoping you'd have a backup plan or something. Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Oh,
forget it. Be safe, Henry. Mhm. Natürlich, jetzt gehen wir mal wieder im Signal hinterher, der auf einmal, das auf einmal zufällig aufgestoßen ist. Na klar. Wir können die Sachen nicht mal mitnehmen, wir können die Sachen fallen lassen oder untersuchen. Was soll ich denn hier mitnehmen? Ich kann nichts mitnehmen. Nimm deine Sachen mit. Glasreiniger, Thermoskanne. Was soll ich denn hier mitnehmen? Ich darf hier nichts mitnehmen, oder was? Oder hat man zum Glück das Fenster ein bisschen mehr zugemacht? Ist ja nicht so, als ob es draußen, naja, einen Weltuntergang gibt oder so. Okay, wir nehmen die Mütze mal wieder. So, Mütze auf. Warum liegt da unten so ein Tannenzapfen rum? Die haben wir doch nur in den Kisten gefunden, die haben wir doch gar nicht mitgenommen. Hm, sollen wir das Ding mitnehmen? Wir wissen nicht, warum. Ortungsgerät. Dann werden wir von den anderen geortet. Nö, nö, lass doch mal schön hier. So, die Karte lassen wir auch mal hier. Was sollen wir denn sonst noch hier einpacken? Wir wissen nicht was. Die Sachen können wir nicht mitnehmen. Für später auf B. Aufheben. So, nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Kassette nehmen wir mit. Die Schreibtischlampe geht nicht an. Jetzt betone ich es auch richtig. Weil wenn man Schreibtischlampe sagt und ein bisschen schneller ausspricht, kann man es falsch verstehen. So. Können wir nicht mitnehmen. Können gar nichts mitnehmen, außer die ganzen Sachen, die da auf dem Toilettenpapier ist, würde ich gerne mitnehmen. Kann ich jetzt bestimmt ganz gut gebrauchen. Hm. Keine Ahnung. Das haben wir nicht alles mitgenommen, daher sagt das Spiel. Du hast nicht alles mitgenommen, schade. Ich will das Ordnungsgerät nicht mitnehmen. Okay, wir gucken mal auf das Ding drauf. Wo sollen wir hingehen? Nach Westen. Okay, wir müssen weiter nach Westen. Komischerweise ist jetzt wieder irgendwas aufgeploppt. Weil die ganze Zeit piepst das Ding nicht. Auf einmal fängt das Ding an zu piepsen. Sollten wir uns mal Gedanken machen. Okay, Licht brennt. Mhm. Da wird immer gemütlicher hier draußen. Lass uns da piepsen hinterhergehen, anstatt einfach abzuhauen. Tolle Wurst. Lalalalala. Also mir kommt fast so vor, als ob das Spiel fast zu Ende wäre. Ich kann mich vielleicht auch täuschen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es geht. Oder wie viele Tage es generell gibt. Ich weiß es nicht. Na komm. Geh mal diesem vertrauensvollen Piepsen mal hinterher. Ist mal so eine gute Idee. Da erwartet uns garantiert nichts. Na, können wir jetzt wieder Funkspruch, dass einer bei uns oben ist? Erwartet und irgendwas. Das wäre ja nicht so windig und alles mit dem ganzen. Wo sollen wir hin? Sollen wir hier in die Höhle rein oder was? Wo sind wir denn hier? Ne, die Höhle ist da oben. Wir sollen irgendwo anders hin. Ich habe keine Ahnung wo. Komm, geh weg. Mhm. Was? Halt das Ding noch nicht davor, ich will da hinten hingucken. Okay, geht aber irgendwo weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Waren wir schon mal gewesen? Nö, ist natürlich ein neuer Weg. Pack das Ding noch nicht weg. Hm.
Ich mag kein Ruckeln. Ruckeln heißt für mich nachladen. Okay, unten auf dem Weg waren wir es zumindest schon mal gewesen. Das piepst unterschiedlich viel. Da piepst es am höchsten, wenn wir in diese Richtung gucken. Na gut, machen wir mal einen weiten Sprung nach unten. Hui! Na, keiner da, der unsere Fresse hauen möchte? Gut. Kommen wir da oben lang? Wir sollen weiter Richtung Westen gehen. Wir können nicht nach Westen, wir können entweder nach Norden oder so eine Art Südwesten gehen, aber nicht richtig nach Westen. Ich finde das Spiel ja relativ gut, habe ich ja schon mal gesagt gehabt, und ich finde es bis jetzt eigentlich immer noch richtig geil. Und ich hatte damit ein Problem, dass einige Sachen richtig unlogisch sind, und zwar, wir wissen ja jetzt in einigen Folgen, dass wir ausspioniert werden und dass da noch irgendwelche anderen sind. Und dass wir hier so ein Ding gefunden haben und dass wir einmal mit dem Ding sogar verarscht worden sind. Warum gehen wir diesem Signal jetzt nochmal nach? Haben wir so ein Kurzzeitgedächtnis oder erwarten wir jetzt irgendwie uns den großen Schatz? Oh, es piepst dann wieder. Ja, da passiert diesmal bestimmt nichts. Können wir nach Hause? Mir gefällt es hier nicht mehr. Schon allein wegen dem Feuer und alles. Ist bestimmt auch nicht gesund zu atmen, wenn man hier durchrennt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Mal da hoch? Nee. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Was? Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Ja. Warum geht da unten die Schrift nicht weg? Kann man darauf antworten? Natürlich nicht. Es passiert gleich irgendwas. Warum sollten wir diese Anweisung jetzt genauso bekommen und alles? Da stimmt irgendwas nicht. Ach kommt, Leute. Ohne Spaß. Was wäre das denn für ein Leck? Seilhaken. Na klar, jetzt müssen wir uns noch eben runterlassen, wird. Nee, wir waren hier unten schon mal. Wir sind wirklich, Entschuldigung für die Aussprache, aber wirklich am Popo der Welt. Wir müssen theoretisch den ganzen Weg zurück, den Canyon hoch und da oben. Und wir gehen doch weiter in diese Richtung. Ja gut, der Weg ist, ja gut, den Weg könnte man theoretisch dann auch dann da durch den Canyon wieder durch, aber ich sag mal so, nähern tun wir uns jetzt der selber nicht unbedingt. Ja, lass mal einfach den Piepsen weiter hinterher gehen. Das ist aber so eine super Idee. Während rundherum der ganze Wald abbrennt. Ich müsste gleich mal einen Schluck trinken. Aber es ist gerade so spannend. Und mir qualmt da vorne mehr. Hallo, der Typ mit dem piepsenden Gerät kommt so auf euch zu. Ihr könnt jetzt irgendwas machen. Dann will das Ding an die noch piepsen. Sag nicht, wir müssen wirklich bis zum Lake runter.
Hallo? Das ist ein Witz, was ist das denn? Für Henry.